So, hallo mein Freund. Es ist Dienstag, meine zweite Woche hier bei German FTMs. Thema diese Woche ist Trends im Alltag. Ich bin in der Arbeit bis auf zwei neue Kollegen geoutet. Die haben das alle ganz gut aufgenommen. Ich habe den überwiegend, je nachdem die wohl jetzt noch da sind oder die wo schon gegangen sind, den habe ich einen Brief geschrieben mit der Hand. Und habe mich halt dann so bei denen geoutet, weil ich mich einfach nicht vor der ganzen Truppe hinstellen wollte und mich dann da präsentieren wollte. So im privaten Umfeld bin ich auch überall geoutet. Es weiß jeder Bescheid, auch von den neuen Freunden. Wie gehe ich damit um? Also wie gesagt, bei meinen zwei neuen Kollegen ist es so. Mir ist es eigentlich relativ wurscht, ob die das wissen oder nicht. Allerdings, der eine ist halt eher vielleicht ein bisschen christlich, aber der ist eigentlich auch ganz locker drauf und hat ein bisschen was gegen Schule leider. Aber gut, ich glaube, das sind einfach nur Berührungsängste, weil es einfach woanders jetzt nicht so häufig gibt wie jetzt hier in der Stadt. Bei der anderen Kollegin, bei der neuen, der, weiß nicht, bei der reizt es mich gar nicht, irgendwie das zu sagen. Ich will einfach vor der Leon sein und nicht irgendwie anders rüberkommen, weil ich dann auch glaube, dass die mich ein bisschen anders behandelt. Ich manage es einfach so, weil ich muss mich ja in der Arbeit umziehen und wir haben jetzt keinen separaten Umzugsraum, weil wir nur so eine kleine Kammer haben und die ist halt so ziemlich direkt neben dem Verkaufsraum, also können die Verkäuferinnen eigentlich direkt reinschauen in den Umkleideraum. Also mache ich das meistens so, weil ich halt eben entweder einen normalen Binder trage von Transtoys oder halt eben noch Sport-BHs, was halt einfach ein bisschen angenehmer ist in der Hitze, mache ich das einfach so, dass ich einfach mich entweder als erstes umziehe und die Tür noch ein bisschen anlehne, dass halt einfach keiner das obenrum noch sieht. Und das unten, das ist mir relativ wurscht und scheißegal, es geht niemandem was an, wie viel da jetzt eine Beule ist oder wie viel auch nicht. Ja, sobald ich jetzt, denke ich, die Mastek habe, werde ich mich wahrscheinlich dann doch den beiden auch noch outen, weil es dann einfach auch, weiß nicht, weil ich dann auch für mich persönlich irgendwo ein Stück weit noch mehr Mann sein kann, als ich jetzt schon bin. Sonst Trends im Alltag, klar, ich werde von allen anderen als Mann gesehen, keiner sieht da irgendwie, dass da mal mehr Östrogene waren als Testosteron. Ja, die Zwischenzeit. Also so ersten 2, 3 Monate vom Anfang vom Testosteron war ein bisschen schwierig, weil ich halt eben schon, weil ich halt überall noch meinen alten Namen hatte und wenn ich jetzt in der Post oder so, hat mir jetzt halt keiner geglaubt, dass ich jetzt halt eben auch Frau bla bla bin und nicht, und hier auf einmal ein Herr da steht, also hatte ich da ein bisschen Probleme. Aber ansonsten hatte ich eigentlich nie Probleme mit Trans im Alltag, also es ist für jeden klar, dass ich ein Mann bin. Es denkt sich keiner seinen Teil, auch wenn ich das vielleicht manchmal denke, wenn ich einfach einen schlechten Tag habe und dann sieht man vielleicht doch noch irgendwo Brüste oder so und dann bin ich einfach komisch und dann meine ich irgendwie, dass jeder Mensch mich anschaut und denkt, ja, hier ist doch was komisch und das ist nicht normal. Wobei ich definiere normal. Ja, gut, was gibt es sonst noch zu Trans im Alltag zu sagen? Eigentlich nicht viel, außer dass ich halt wirklich in meiner Umgebung sehr, sehr viel Zuspruch bekommen habe und dass eigentlich keiner, also wirklich keiner ein ernsthaftes Problem oder auch nur ein kleines Problem damit hätte, dass ich eben trans bin. Es war irgendwie, es nehmen einfach alle so hin, sagen gut, alles klar, heißt jetzt Leon, passt. Und ansonsten gehen mit mir alle normal um oder keiner macht sich irgendwie komisch über, also lustig über mich oder was auch immer man sich da jetzt vorstellen möchte. Also habe ich eigentlich bis jetzt keine Probleme und auch so, wenn ich mich jetzt irgendwie Fremden gegenüber, oder weiß ich, wenn ich jetzt in der Disco bin oder so, und irgendeiner fragt oder ich bin betrunken und will einfach das irgendwie erzählen und dann sagt da auch keiner was, ja, wie, was, voll assi und voll scheiße. Also sagen alle, ja, cool, finde ich toll, dass du so offen dazu stehst und ja, ich schätze aber, dass ich das irgendwann mal anders machen werde, falls ich irgendwann doch mal von Nürnberg wegziehen sollte und ich bin dann schon komplett fertig.
dass ich dann wahrscheinlich im Sturf leben werde. Also dass ich dann nicht irgendwie dann jeden das auf die Nasen, noch weiß, mache ich jetzt auch nicht, aber ich bin es halt dann nicht einfach jeden auf die Nase, dass ich eben trans bin. Einzig würde dann sein, dass man eben dann die riesengroße Narbe am Arm sieht, aber kann man ja dann sonst irgendwelche Geschichten erfinden. Und wenn das einfach alles authentisch und irgendwie natürlich rüberkommt, denke ich, wird es keinen Menschen auffallen, da wird auch keiner irgendwie was komische Bemerkungen oder so machen. Es ist halt einfach so, ne, irgendwann will ich dann das Thema Trans auch mal hinter mir lassen, sondern einfach nur noch als Leon leben und nicht mehr irgendwie jeden Tag dran denken, ja, wann ist die nächste Operation, welchen Antrag muss ich noch abgeben, das muss ich noch ändern, das muss ich noch ändern. Also ich hoffe einfach, dass das dann auch in den nächsten, sagen wir mal jetzt, 1,5 Jahren dann auch vorbei sein kann. Und dann einfach gibt es für mich eigentlich dann keinen Trans im Alltag mehr. Gut, dann denke ich, war es das jetzt für diese Woche. Falls ihr noch Fragen habt, lasst mich in den Kommentaren wissen und dann sehen wir uns bis nächste Woche. Servus.